Aufräumarbeiten am Marriott Hotel in Islamabad oder an dem, was davon noch steht nach der Attacke dieses Selbstmordattentäters. Er hatte den Eingang des Hotels mit seinem Lastwagen voll Sprengstoff gerammt. Anschließend brach ein Großbrand aus. Es gab mindestens 60 Tote und mehr als 260 Verletzte. Der Besitzer will sein Hotel wieder aufbauen, noch dieses Jahr. Marriott ist just a name. Marriott ist einfach ein Name. Dies ist das Herz von Islamabad. Feinde Pakistans haben diesen Ort ausgesucht, um den Namen Pakistans zu beschmutzen. Und sie haben dieses Eigentum angegriffen. Wir haben es gerettet, indem wir diesen Lastwagen gestoppt haben. Die pakistanische Armee hat nach eigenen Angaben Dutzende islamistische Kämpfer in den Stammesgebieten nahe der Grenze zu Afghanistan getötet. Doch die Sorge wächst, dass Pakistan noch stärker ins Visier von Terroristen rückt. Sowohl Al-Qaida-Kämpfer als auch Taliban haben sich in Pakistans Stammesgebieten zurückgezogen und neu formiert. Sie mussten dazu nicht einmal bis Afghanistan gehen. Sie nutzten die Stammesgebiete, in denen Pakistans Regierung fast nicht auftaucht. Was wir an Selbstmordattentaten erlebt haben, zeigt ganz klar, dass Pakistan ein neues Ziel in diesem Krieg gegen den Terror ist. Waziristan im Norden Pakistans ist ein Rückzugsgebiet der Taliban. Die sind sich sicher, dass ihre Taktik aufgeht. Unsere Bomben sind stärker als die der Ungläubigen. Denn wenn sie ihre Bomben benutzen, dann zielen sie damit auf Unschuldige. Unsere Bomben dagegen treffen nur den Feind. Wenige Tage nach dem Anschlag auf das Marriott geht eine Bombendrohung auf dem Flughafen von Islamabad ein. Auf allen Airports in Pakistan gilt daraufhin Alarmstufe Rot.